Hallo lieber Steinbock, ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu deinem Video Februar 2022. Ich hoffe, es geht dir gut, lieber Steinbock. Wenn du neu bist hier auf meinem Kanal, dann heiße ich dich herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du den Weg zu mir gefunden hast, dass du meinen Kanal gefunden hast und ich freue mich, dass du jetzt hier bist, um dir dieses Video anzugucken. Als allererstes möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken für eure Abos und für eure Likes. Ich freue mich, dass ihr aus der Versenkung wieder erschienen seid. Ja, die Zahlen gehen wieder nach oben bei euch und das freut mich ungemein. Ihr seid nicht mehr das Schlusslicht und das ist schon mal eine unglaublich positive Tendenz. Meine Lieben, welche Karten ich verwende, steht unten in der Infobox. Wir starten heute bei euch mit den Weisheitskarten und nehmen auch wieder zwei große Tarotkartendecks mit dazu. Und ich habe hier auch noch zwei weitere Orakelkartendecks. Wie gesagt, welche es sind, unten in der Infobox, seid so lieb und schaut einfach rein. So, ansonsten, wenn du dich für eine Kartenlegung, für eine persönliche Kartenlegung interessierst oder auch für eine Energiearbeit, wie zum Beispiel Chakrenausgleich, karmische Bänder lösen, Blockadenlösung etc., kannst du dich sehr, sehr gerne auch an mich wenden. Das steht unten in der Infobox. Am besten über WhatsApp mich kurz anschreiben oder mir eine kurze Sprachmemo machen. Das ist super, das klappt schnell und da kommen wir relativ zeitnah ins Gespräch und dann kann ich dir auch gut helfen. So, ansonsten möchte ich mich ganz herzlich bei all denen bedanken, die meinen Kanal mit Spenden unterstützen. Ich freue mich sehr darüber. Wie gesagt, ob es nun Spenden sind, Abos oder Likes, ich bin für alles dankbar und ich freue mich, dass ihr da seid. Wer von euch Interesse hat an Usui-Reiki, wir starten den Fernlehrgang Usui-Reiki Grad 1 ab 1. Februar. Wenn du da noch Interesse hast, kannst du dich sehr gerne bei mir melden und dann auch losstarten, ja? So, meine Lieben, wir starten jetzt aber bei euch los. Ich gucke mir an, um was es bei euch im Februar geht. Denkt bitte daran, ich spreche immer aus der Sicht einer Frau. Ja, also liebe gleichgeschlechtlichen Paare und liebe Männer, bitte switcht es euch um. Ich versuche die Legung auch allgemein zu halten, damit hier sozusagen alle Bereiche abgedeckt werden. Das heißt, Liebe, Partnerschaft. Genau, Beruf und aber auch persönliche Entwicklung. Ja, das ist nämlich ganz, ganz wichtig. So, meine Lieben, aber ich muss ganz ehrlich sagen, und ich denke, das ist auch von der Energie auch so das, was ich bei euch mitkriege, sehe und fühle, warum ihr auch mehr aus der Versenkung kommt. Denn ich sag mal die erste Karte. Die erste Karte ist hier der Gipfel des Glücks. Die 33, die Quersumme 6. Es gibt hier etwas, wo du wirklich so eine Art Glücksgefühle hast, wo es dir richtig toll geht, wo du einfach merkst, ja, es geht jetzt wieder voran. Du hast dich hier, sagen sie, dich neu ausgerichtet und aufgrund dieser Neuausrichtung hast du eine andere Schwingungsfrequenz. Das heißt, du bist von schwingend auf hochschwingend, ja, und mit der 28 Quersumme 10 vorankommen, hast du jetzt wirklich die Möglichkeit, egal in welchem Bereich es darum geht bei dir, ihr merkt, wir haben morgen Portaltag, ne? Also es geht los mit Portaltagen. Es tut mir leid, wenn ich mich verspreche, aber da ist auch was bei mir, was abgelöst werden darf, wie immer. Also auch ich bin mitgefangen, aber jetzt nichtsdestotrotz, ihr seid hier in einer wundervollen Energie, meine lieben Steinböcke, wo ihr hier definitiv vorankommt jetzt. Und es hat ja bei euch eine ganze Weile gedauert. Ihr wart ja teilweise wirklich über Wochen und einige Monate wart ihr ja wirklich untergetaucht, ne? Immer Schlusslicht. Ach, meine Güte, in meinen Legungen. Aber nichtsdestotrotz, ihr kommt jetzt definitiv voran. Also egal, was in welchem Bereich es geht und um was es bei euch geht, ja, ihr kommt hier, ja, ihr bekommt Aufwind und es geht bei euch voran und nach vorne. Und das ist sehr schön, weil der Gipfel des Glücks ist eine ganz lichtvolle Energie. Ihr fühlt euch richtig gut. Und durch diesen Zustand hier kommt ihr wirklich voran. Und das freut mich wirklich.
dass ihr da aus dem Tal der Tränen oder aus den niedrig energetisch schwingenden Situationen, dass ihr da wirklich raus seid. Oh, was ist hier los? So, genau, wir starten. Ja, einige von euch, meine Lieben, hatten es hier mit Herzschmerz zu tun oder werden nochmal im Februar mit Herzschmerz zu tun haben. Herzschmerz muss nicht immer die Liebe sein, sondern kann auch sein, dass man sich von einem Zustand trennt, weil man vorangeht. Man geht von etwas weg, ja, was euch hier erstmal noch so ein bisschen Kummer oder von den Gefühlen her so gemischte Gefühle auslösen kann. Es kann für euch ein bisschen schwierig werden, ja. Diesen Zustand, den schaut ihr euch auf jeden Fall, der gehängte Mann, aus einer Stagnationssituation an. Das heißt, ihr bleibt nochmal, ihr verharrt hier nochmal und überlegt, ist das wirklich richtig, dass ich jetzt hier vorangehe? Ist das wirklich wahr, dass es mir jetzt hier so gut geht, weil ich weitergehe? Letztendlich kannst du hier dein Glück kaum fassen. Und wenn du aber in deinen Kopf gehst, ja, in die Ebene nach oben, dein Ego, dann geht es hier darum, dass du hier nochmal getriggert wirst. Wie sehr möchtest du wirklich dieses Vorankommen? Und das schaust du dir wirklich aus der anderen Perspektive aus an. Aber das Schöne dabei ist, dass durch den Gipfel des Glücks du nicht lange verharrst. Also du wirst durch dieses Gefühl, wirst du nicht sagen, ich gehe wieder zurück, sondern du wirst durch dieses Gefühl, hier gehst du weiter, ja? So, was haben wir hier? Ja, durch dieses Gefühl. Und das ist genau das Gefühl. Es hat hier bei dir dein Vorankommen, lieber Steinbock, hat ganz viel was mit deiner Intuition, mit deinem Unterbewusstsein zu tun. Mit deinem Gefühl, dass du weißt, dass das jetzt die Zeit ist, dass du aus einer Situation, die dir nicht mehr dienlich ist, rausgehst. Du möchtest dich weiterentwickeln. Du darfst dich weiterentwickeln. Ja? Es ist wichtig, dass du nicht stagnierst. Und das hast du begriffen. Und deswegen gehst du hier weiter. Ja, und das ist dir auch ganz klar, weil der Stern symbolisiert oder signalisiert dir nicht nur die Klarheit, sondern der sagt dir auch, hey, Wunscherfüllung, du bist dabei, durch deine Veränderung deiner Schwingungsfrequenz dir im Februar die Dinge sozusagen zu manifestieren oder auch in dein Leben zu ziehen, die dich glücklich machen, ja, die dir sozusagen das Licht wiederbringen, die dir dazu nach vorne schubsen, die dir das Vorankommen bestätigen oder diesen Schubs geben, dass du richtig bist bei dem, was du tust. Und da ist natürlich auch der Mond, das Unterbewusstsein, das Intuitive, die Dinge, die in deiner Schublade lagen, die wollen hochkommen. Das heißt, hochkommen lassen, angucken und sagen, okay, ja, wollte ich schon immer mal machen, ja, dann machst du das bitte auch. Also, mein lieber Steinbock, im Februar ist es ganz, ganz wichtig, dass du wirklich nach deinem Gefühl handelst, ja, und dass du wirklich, und das wirst du auch leben, schaut mal, die Gerechtigkeit, ihr werdet das tun, was für euch einerseits das Gerechte ist, ihr werdet gucken, dass alles, was ihr tut, dass das gerecht ist und dass auch euer Umfeld gerecht behandelt wird. Ihr seid so ein bisschen, zeigen mir immer die Mutter Gottes, ihr versucht es jedem recht zu machen. Da darf ich nochmal darauf hinweisen, dass ihr bitte darauf achtet, dass ihr hier auch in dem Prozess in Waage bleibt. Ja? Ihr könnt es nämlich nicht jedem recht machen, ihr könnt es nur versuchen, aber ihr werdet hier eine Entscheidung treffen, die dazu führt, weil ihr es nicht jedem recht machen könnt, dass es hier noch so ein bisschen ja, Herzschmerz gibt oder Triggerpunkte gibt, wo ihr das hinterfragt. Ist das wirklich jetzt so gut oder so richtig? Und deswegen auch der gehängte Mann mit der Stagnation. Aber euer Unterbewusstsein wird euch hier sozusagen bestätigen durch die Energie des Glück des Gipfels, dass ihr dadurch vorankommt. Ihr werdet hier und ihr werdet lernen im Februar, dass ihr hier Dinge hinter euch lasst. Ihr werdet lernen, dass wenn ihr euch traut, voranzugehen, ja, in eurem Tempo, dass ihr in den Erfolg kommt. Ihr werdet hier ganz arg an eurer Wunscherfüllung arbeiten und die Klarheit, die werdet ihr dafür bekommen. Und wie gesagt, ihr könnt es nicht jedem recht machen, aber es ist euer Leben. Ja, ihr lebt euer Leben. Ihr seid der Regisseur in eurem Leben.
und nichts anderes. Und das ist ganz wichtig. So, warum drei der Schwerter? Lasst uns mal schauen, warum hier drei der Schwerter sind. Okay, es kann für einige sein, dass ihr hier vom Denken in einem Mangelzustand seid. Einerseits denken, andererseits gibt es einige von euch, die denen es finanziell nicht ganz so gut geht, ja, aber fünf der Münzen sagt auch, dass ihr hier aus dem Zustand rausgeht. Und fünf der Münzen mit drei der Schwerter ist letztendlich, klar, ein bisschen Herzschmerz, ein bisschen Aua, ein bisschen Unzufriedenheit, Existenzängste und Sorgen können eine Rolle spielen, aber, jetzt kommt mein Aber, es liegt immer daran, wie ihr vom Kopf her mit dieser Situation arbeitet. Ja, letztendlich habt ihr hier mit der Gipfel des Glücks, habt ihr die positive Energie im Februar, dass ihr, egal was hier auf euch zukommt, dass ihr das definitiv gewuppt kriegt. Wenn ihr bitte an euch arbeitet, meine lieben Steinböcke, und sagt, okay, was habe ich jetzt für eine Situation? Gefällt die mir? Ja, gut, dann belasse sie. Gefällt sie dir nicht? Und das sehe ich hier eher, dass sie dir nicht gefällt. Dann überlegst du dir, was kann ich tun, um voranzukommen? Ja, das ist hier die Arbeit an sich selber. Egal, ob es in der Arbeit ist, in deinem persönlichen Entwicklungsprozess oder in der Liebe. Ja, es ist egal. Du wirst entscheiden, welchen Weg du gehen möchtest, wie schnell du vorangehst, ja, und wie du dich entscheidest. Wenn du aber in deinem Vertrauen bist, dann wirst du hier auf deine Intuition hören, auf dein Unterbewusstsein. Und dir wird daraufhin klar werden, was du möchtest. So, der gehängte Mann. Lasst uns mal reinschauen. Der gehängte Mann. Du bist hier in der Situation oder in der Position des gehängten Mannes. Da sehe ich dich hier als König der Kelche, auch wenn es nicht deine Energie ist. Aber du bist hier in der männlichen Energie unterwegs. Das heißt, du bist liebevoll und wie soll ich sagen, und machend und tunend bist du hier unterwegs, ja? Das heißt, du bist aktiv, aber liebevoll. Und du bist auch, ich sag mal so, die Liebe zu sich selber, zu wissen, welchen Wert habe ich, dir die Zeit durch den gehängten Mann einzuräumen, was möchte ich? Ich bin der Bestimmer, wie viel Zeit ich mir nehme. Und das aber aktiv als König in der Energie der Liebe ist eine ganz, ganz tolle Kombination. Das heißt, du sagst dir, ja, ich bin es mir wert, nach drei der Schwerter und auch fünf der Münzen, dass ich hier erstmal auf mich auch schaue. Ja, was ist mir wichtig? Mir als Seele, was sagt mein inneres Kind zu mir? Was möchte mein inneres Kind? Ja, das ist ganz wichtig, dass du da einfach nochmal hinschaust und dir ganz klar darüber bewusst wirst, was wichtig für dich ist. Okay? So, jetzt lasst uns mal weiterschauen. Der Mond. Was gibt es jetzt zum Mond noch zu sagen? Ja, wunderbar. Durch das Vertrauen deines eigenen höheren Selbstes, ja? Durch deine Intuition, wenn du deiner eigenen Intuition vertraust, du mit deinem höheren Selbst angebunden bist, ja, dann wirst du relativ schnell feststellen, lieber Steinbock, dass du hier in der Energie von vier der Stäbe, du bereit bist, dir ein Fundament zu bauen. Und auch das mit dem Vorankommen hier, ja, ist eine unheimlich gute Basis, um neue Dinge anzugehen. Um alte Dinge, die du abgeschlossen hast, die du verlassen hast, wirst du im Februar nach vorne gucken. Du wirst schauen, okay, ich habe die Info erhalten, die hat mir nicht gefallen. Gut, dann verändere ich das. Wie kann ich etwas verändern? Wie kann ich ein Haus bauen? Naja, auf Sand und Schlacke kannst du kein Haus bauen. Also baust du dir als erstes ein Fundament. Du machst dir also klar, was brauche ich, um ein gutes Fundament zu erschaffen. Und da gehst du in die Kooperation und Kommunikation mit dem Mond, sozusagen mit deiner Seele, mit deinem höheren Selbst und sagst, okay, was brauche ich, um hier
ein Fundament zu erschaffen, um hier wieder in die Hochzeit zu kommen. Ja, hier, der Gipfel des Glücks, ja, um voranzukommen, ja. Das ist hier diese Hausaufgabe, die du machst. Was kann ich verändern und wie kann ich im Februar die Dinge, die ich verändern möchte, verändern? So, wir haben hier den Stern, die Klarheit und die Wunscherfüllung. Ja, du wirst hier kleine Schritte machen. Du wirst hier kleine Schritte, egal ob im finanziellen Bereich oder im Bereich, du wirst auf Sicherheit gehen, ja? Du wirst sagen, okay, den Schritt, den ich gehe, der wird auf jeden Fall auf der Basis der Münzen sein. Das heißt, fundamental mit einem guten Fundament, was ich auch, egal in welchem Bereich, mir das leisten kann, werde ich in Sicherheit nach vorne gehen. Ich weiß, was ich möchte. Ich kenne meine Wünsche, ich kenne meine Ziele, ich kenne meine Träume. Und da werde ich in meinem Tempo, ich als Steinbock, vorangehen. Und das finde ich wunderbar, weil auch ihr seid absolut in der Veränderung. Ja? Wichtig hier auch bei euch ist, dass ihr euch wirklich bewusst werdet, was ihr möchtet. Und wenn ihr hier in die Klarheit kommt, geht ihr sicher weiter. Und das ist sehr, sehr schön. Ihr seid hier nicht risikofreudig, sondern ihr seid hier eher beständig. Und das ist schon mal sehr positiv. Wir haben hier die zweite Outcome-Karte und die ist mega. Das ist die Sonne. Die Sonne ist hier auch nochmal die Bestätigung, dass das, was du hier tust, ja, dass das ganz lichtvoll ist. Du wirst hier genauso wie die Karte der Gipfel des Glücks und das Vorankommen, hast du hier die dritte positive Karte mit der Sonne. Also normalerweise müsstest du auf deinem Berg stehen und dir müssten die Hörner aus Gold glänzen, ehrlich. Also das ist, ja, Steinbock, du hast einen tollen Februar, würde ich sagen. Wenn du die Chance nutzt und du die Dinge hier angehst, kann das für dich ein ganz toller Februar werden. Der Februar der Veränderung, der Klarheit, Wunscherfüllung und Veränderung. Sehr, sehr schön. So, was haben wir hier? Ja, weitermachen. Immenser Aufwand voraus. Ja, natürlich. Es kostet dich Kraft, auf jeden Fall. Ja, das ist für dich ein Zustand, der nicht unbedingt einfach ist. Aber nichtsdestotrotz wirst du hier angehalten, lass nicht nach. Geh bitte weiter voran. Ja, du schaffst das, du kannst das. Mache das bitte, okay? Trau dir das zu. Ich gucke jetzt noch, was die Secret K-Cards im Februar für euch sagen oder was da gesagt werden möchte. Da schauen wir mal. Wow. Einige von euch haben es hier mit Dualseelen zu tun. Zwei Seelen, eine Einheit, bedingungslose Liebe. Gegensätze ziehen sich an. On-Off-Beziehungen. Ja, das ist, kannst du auch auf alle Bereiche im Übrigen beziehen. On-off ist Liebe, Stress, Stress, Liebe, Liebe, Stress, an, aus, ja. Es wird ein Zustand angeschoben, nee, doch nicht, will ich nicht, also wieder zurück. Und dieses Hin und Her, und da ist es ganz wichtig in diesem Prozess hier, was kannst du daraus lernen? Ja, werd dir bitte gewiss, dieses On-off, diese On-off-Geschichten sind generell Geschichten, wo ihr karmische Verstrickungen, wo ihr karmische Lernaufgaben habt, egal ob in einer Partnerschaft oder in einer Beziehung, auf welcher Ebene auch immer. Das kann beruflich sein, das kann persönlich sein in der Liebe, das kann aber auch mit dem Nachbar. Ne? Man verabredet sich mit Menschen, es steht in den Seelenverträgen, dieser Mensch, dem werde ich dann und dann begegnen und mit diesem Mensch werde ich dann und dann eine Aufgabe haben. Ja, das muss nicht immer hier diese Liebesgeschichte sein, sondern es sind hier Menschen und da passen hier auch diese Karten, der Gehängte und drei der Schwerter, unheimlich gut zusammen. Sei dir bewusst und gewiss, dass du hier im Februar weitermachen sollst, aber lerne bitte daraus, warum hier, wenn du eine On-Off-Geschichte hast, warum immer was gut läuft und wieder nicht, wieder gut läuft, wieder nicht, wieder gut läuft, wieder nicht. Wenn du da Fragen hast, lieber Steinbock, kannst du dich gerne bei mir melden? Wir gucken uns das Thema mal genauer in der Tiefe an. Ja, wow, jetzt haben wir hier die Axt. Etwas mit Gewalt erzwingen, haben wollen, Rücksichtslosigkeit, über Leichen gehen, Egoismus. Oh. Ja, das kann natürlich auch ein Grund sein, warum du dann eine On-Off-Geschichte leben darfst im Februar,
warum das nochmal hochkommt, weil du hier wie die Axt im Wald durch dein Leben marschierst, ja, und sagst, ich will das, ich hole mir das, ich will das, ich kriege das. So, und das ist natürlich dann, wenn du es dann mit jemand anderem zu tun hast, mit dem Gegenüber, der sagt, hallo, nö, das tue ich mir jetzt viermal nicht an, ja, und damit haben wir diese On-Off-Geschichte, ja, dass du vielleicht in welchem Bereich noch immer zu heftig unterwegs bist im Februar, ja, also Hörner sind zwar nett, aber man muss ja nun nicht gleich in die Leistengegend oder in die Magengegend damit reindonnern. Also lieber Steinbock, überlege dir, was möchtest du und wie kannst du es in Licht und Liebe auf der Basis der Liebe, der Emotion, wie kannst du dich da anders ausdrücken? Ja, wo hast du eventuell vielleicht nicht das Verständnis oder warum verstehst du etwas nicht? Ja, dann geh nicht in die Kommunikation mit du hast aber und du, sondern erkläre mir bitte, warum, weiß ich nicht, du das und das tust. Ich verstehe dich gerade nicht. Also immer bitte von der Ich-Perspektive aussprechen. Das ist ganz wichtig, meine Lieben. Dann fühlt sich euer Gegenüber nämlich nicht angegriffen, sondern eher, oh, der interessiert sich für mich. Oh, okay, der kommt auf mich zu. Und dann kannst du hier nämlich mit dem Gehängten, und es ist auch dieses Gegensätzliche von der Axt und dem König der Kelche, du wirst da so ein, wie soll ich sagen, du wirst einen Ausgleich finden hier. Ja, du wirst hier dieses Gerechte oder die Gerechtigkeit, die Waage, du wirst es schaffen, keine Frage, ja, aber du wirst definitiv, wirst du hier diesen Prozess lernen, wenn du etwas von anderen möchtest, wie gehst du auf die anderen zu? Energetisch bist du top unterwegs, keine Frage, und du wirst auch vorankommen, ja, aber wenn du hier verstärkt mit On-Off-Geschichten zu tun hast, ja, dann bitte hinterfragen, warum stagniert, warum Herzschmerz oder ungutes Gefühl, ja, wie bist du drauf? Wie empfängt dein Gegenüber dein Dazutun? Ja, also bitte einfach kurz reflektieren und mal in Ruhe schauen. Die Möglichkeiten hast du. Du wirst definitiv erfolgreich weitergehen. Die Sonne ist nochmal eine positive Bestätigung für die vier der Stäbe. Und von dem her hast du einen super schönen Februar, wenn du das annimmst und gewillt bist, weiterzugehen und, ja, und voranzugehen. Wenn du möchtest, sehen wir uns oder hören wir uns in dem Video 1. bis 16. Februar, nein, 1. bis 15. Februar. Ich danke dir für dein Abo und für dein Like. Und ja, wenn du möchtest, dann hören wir uns gern mal bei einer persönlichen Legung. In diesem Sinne, mach's gut, bis dann, ciao.